Ja, hallihallo, hallöde und herzlich willkommen zu einem kleinen, nur zu einer kleinen Vorstellungsrunde von Berlin Live RP. Heute zeige ich euch, wie ihr so schnell kennen könnt, die Berufsfeuerwehr. So, gehen wir mal in unsere schöne große Halle. Seht, ist auch der Rettungsdienst hier vorne vertreten. Und hier haben wir schon mal eine kleine Auswahl unserer Fahrzeuge. Ja, ein Rüstwagen, ein Kleff für die kleine Hilfe, Atemschutzfahrzeug, eine Drehleiter, ein Löschfahrzeug und natürlich das ERW. Ja, wir befinden uns hier auf einer der größten Wachen hier auf Berlin Live, und zwar auf der Wache 36. Ich gucke mal draußen. Da kann man die Dimension so einigermaßen einschätzen. Ja, wir haben hier unten eine Sporthalle, wo wir uns in Freizeit betreiben können, mit fit halten. Oben ist natürlich Küche, Auftragsräume, die Leitstelle und jede Menge Büros. Fangen wir mal an mit unserer Drehleiter. Schon vorsichtig, das wird's mega mit dem Chef. User was moved out of your channel. Ich will zeigen, was das Ding alles kann. Drehleiter ist voll funktionstüchtig. Das heißt, wir können Leiter nach oben, links und rechts fahren. Wir können auch vorne den Korb bewegen. Ausfahren. Und wie ihr seht, es geht ein ganzes Stückchen hoch. So, ich hoffe, ich habe den Kopf einigermaßen gerade. Und dann gucken wir uns den ganzen Spaß mal von oben an. So. Ja, ihr seht, es geht schon ein ganzes Stückchen nach oben. Man sollte dadurch ohne Probleme auf die meisten Dächer kommen. Klar, in der Stadt bei den Hochhäusern wird es schwierig, aber da haben wir auch andere Möglichkeiten. So. Zeige ich jetzt mal unsere Garage, damit ihr mal so einen kleinen Einblick habt, was wir wirklich alles für Fahrzeuge haben bei der Feuerwehr. So, ihr seht, die Liste ist lang. Es ist für so ziemlich jeden Einsatz etwas dabei. Das zeige ich euch gleich. Ihr seht,
2 für Großeinsätze. Das ist ein etwas neueres. Wir haben hier für die Wasserrettung Fahrzeuge. Natürlich auch für die Flughafenfeuerwehr. RTWs hier, falls wir mal falls wir Sponder fahren müssen, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Natürlich haben wir auch einen großen Kran, um Fahrzeuge zu bergen. Und natürlich auch jede Menge Fahrzeuge für die Höhenrettung zum Beispiel. Falls wir mal Einsätze in den Bergen haben oder irgendwo auf irgendeinem Hochhaus. Hier unten sind noch ein paar Fahrzeuge vom THW, die Feuerwehr natürlich, wenn sie es schaffen, unterstützen. Aber die meiste Zeit klappt das gut. Und wir arbeiten eigentlich immer gut zusammen. Gut, dann schnappen wir uns mal unser Airlife. Und dann fahren wir jetzt mal zu unserem Übungsplatz. Und dann erkläre ich euch noch ein paar Sachen. Bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Übungsplatz. Dann sind ja hier schließlich auch ein Einsatzschiff. So, ich soll natürlich auch die Rollen gucken. So, Helm auf zur Sicherheit. So, dann fangen wir mal mit den ganz einfachen an. Wir haben hier einmal einen schönen Schlauch. Mehrere Funktionen. Wir haben einmal Hochdruck. Wir können das Ganze auch umstellen auf Schaum. Oder wenn wir etwas gleich zu dem Wasserdruck auflassen. So, wie ihr seht, ist da unten ein kleiner cooler Kreis. Ja, je länger ich lösche, desto weniger ist in diesem Kreis drin. Das bedeutet für uns natürlich, okay, der Wasserstand von unserem Fahrzeug verringert sich. Ja, wenn wir natürlich einen größeren Brand haben und der Tank von dem Fahrzeug nicht ausreicht, sollten wir das Ganze vielleicht mal an Hydranten anschließen. So, dazu suchen wir uns so einen schönen Hydranten wie den hier. Die meisten sind gelb, hier hinten an der Straße steht einer. Dann schließen wir hier einmal einen Schlauch ein und am Fahrzeug unseren anderen. So, und wenn wir jetzt anfangen zu löschen, seht ihr, ist die Anzeige schon wieder voll. Jetzt löschen, löschen, löschen. Und das Fahrzeug bleibt voll. Immer wieder die Wasser hoch. Tank. So, viel dazu. So, dann erkläre ich euch jetzt gleich einmal unsere PA. Zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Dazu brauchen wir aber erstmal ein bisschen Feuer. So, da haben wir ein kleines Weilchen. Wie ihr merkt, wenn ich an ein Feuer rankomme, fange ich an zu husten und verliere auch ein bisschen was von meiner Gesundheit.
wobei Rauch natürlich nicht so gut ist. Mit uns Feuerwehrleuten das natürlich nicht passiert. Haben wir natürlich unser Atemschutz. So, legen wir erstmal an. So, und in Möglichkeit sollte mein Kollege uns helfen, das aufzudrehen, weil alleine ist das immer ein bisschen schwierig, aber da wir jetzt alleine sind, kriegen wir das auch gut. So, wie ihr hört, haben wir auch den richtigen Sound, so wie es sich anhören muss. Wir haben unten eine Anzeige, wie viel Bar Druck wir haben. Sollte der Druck sich leeren, irgendwann im roten Bereich sein, sollten wir die Atemschutz abnehmen, weil das nicht so gut für unsere Gesundheit ist. Auffüllen oder wechseln können wir die Flaschen an dem Atemschutz-GW von der Feuerwehr. Damit, wenn wir mal größere Einsätze oder längere Einsätze haben, auch immer genug Sauerstoff dabei haben. So, dann gehen wir mal wieder Richtung Feuer. Und wie ihr seht, kann ich jetzt so dicht dran gehen, ohne anfangen zu husten. Das heißt, alles funktioniert, alles sitzt richtig, passt. So, dann wollen wir das Feuer mal eben schnell ausmachen. Ist aber sehr hart, dieses Feuer. Aber tatsächlich ja. So. So, für die nächste Sache brauche ich erstmal ein Auto, wie praktisch das hier gerade steht. So, ich habe es geschafft, das Fahrzeug steht. So, wenn wir ein verunfalltes Fahrzeug haben, haben wir natürlich auch mehrere Möglichkeiten. Aber einen sollten wir das Fahrzeug gleich erstmal sichern. Okay. So, ich habe mich da mal eben kurz umentschieden für ein anderes Fahrzeug. So, wie ihr seht, haben wir jetzt unter den Fahrzeug, unter die Kreide. Somit kann das Fahrzeug eigentlich nicht mehr wegrollen, egal was passiert. Wir können jetzt damit machen, was wir möchten. So, als erstes stoppen wir uns mal unseren Spreizer. Wir nehmen das Ding mal ein bisschen langsam. Mic on. Mic off. Thank you.
geht, ist es für die Maschine natürlich ein leichtes, da die Türen auszuschneiden. Somit kommen wir zucki an eingeklemmte und verletzte Person. So, die Spreizer legen wir hier mal ab. So, das kann sich ja natürlich auch mal passieren, dass das Fahrzeug vielleicht umgekippt ist. Dafür haben wir auch noch ein schönes Hebekissen. Liegt. Ja, ich kann das Fahrzeug dann natürlich hochpumpen mit dem Hebekissen. So wenn zum Beispiel eine Person oder irgendetwas, was da drunter liegt, ohne Probleme da rauszuziehen. So, viel dazu. Wenn wir denn mal eine Person haben, die wir vielleicht schnell da wegbringen müssen, na, haben wir natürlich auch einen Schleifkorb, wenn wir ganz schnell holen können, um die Person aus der Gefahrenzone zu bringen. Das ist nicht so ganz hier. Weiter nach vorne. So, das ist zumindest ungefähr. Das ist zum Beispiel so ein schönes Gerät. Für die Höhenrettung, wenn man mal irgendwo auf einem hohen Gebäude, Berg oder sowas ist, kann man es aufstellen, um sich hoch und runter zu seilen. Aber ich muss mal eben kurz die Pressluft draußen. So, jetzt können wir es hier hoch, runter. Ist auf der kleinen Höhe natürlich nicht ganz so praktisch, aber es funktioniert. Ist schon sehr oft zum Einsatz gekommen. Und viele Leute haben damit gerettet. Ja, das waren eigentlich so erstmal die wichtigsten Funktionen, die wir eigentlich so haben und eigentlich wirklich brauchen. Und ja, falls ihr irgendwelche weiteren Fragen habt oder irgendwelche Wünsche, was ich euch als nächstes zeigen soll, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Und schreibt vielleicht auch rein, wie euch das erste Video gefallen hat. Für die Fehler, die drin sind. Ich werde mich zu bessern. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen, schönen Tag. Auf Wiedersehen.